Fakten auf den Tisch. Ich bin ein Mann um die 30, da hilft kein Bambusextrakt. Es war so klar, dass es irgendwann auch mich trifft und es ist genau das eingetreten, wovor ich euch immer warne. Deswegen habe ich den Rappel des Jahres bekommen und alles genommen, was nicht mehr geht. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vielleicht habt ihr es bei Instagram mitbekommen. Das Wochenende war wild für mich, denn es ist etwas passiert. Folgendes hat sich zugetragen. Ich mache ja einmal die Woche mein Skin Reset. Das heißt, ich rasiere mich einmal ordentlich, ich mache ein Peeling, ich mache Masken, ich mache Dermaplaning an auf der Stirn oder hier so ein bisschen um die Augenbrauen herum, dass dieser kleine Babyflaum weg ist. Und dann mache ich eine sehr, sehr ausgiebige Skincare-Routine. Das mache ich so einmal die Woche, manchmal alle zwei Wochen. Und dann bin ich so durch meinen Skincare-Schrank gegangen. Ich habe im Bad einen Schrank, wo ich so ein paar Produkte drin habe, die ich nicht jeden Tag benutze. Dachte mir, boah, diese eine Creme habe ich so lange nicht mehr benutzt und die geht gerade schon wieder so viral, vor allen Dingen bei sehr, sehr jungen Leuten. Die probierst du jetzt einfach mal nochmal aus. Ich habe diese Creme aufgetragen, ich bin ins Bett gegangen und ich stehe am nächsten Morgen auf und sehe aus wie ein Stück Streuselkuchen in Rot mit roter Beete vom Bäcker. Ich habe den Hautausschlag meines Lebens bekommen und ich dachte mir, nee, es kann nicht sein. Und wisst ihr, woran das lag? Das Produkt war abgelaufen und ich habe es schon ein paar Mal erzählt, aber aus gegebenem Anlass gerne nochmal. Es gibt auf Produkten immer diese Symbole, die bedeuten, wie lange ein Produkt sicher ist, nachdem es geöffnet wurde. Es gibt auch dieses Symbol, was bedeutet, dass es weniger als 30 Monate haltbar ist, auch wenn es nicht geöffnet ist. Sowas findet man häufiger auf beispielsweise Lichtschutzfaktoren. Hier habe ich das, da muss man dann immer so ein bisschen schauen, wann wurde das produziert. Das muss ja auf einem Produkt immer draufstehen und dann darf es nicht älter als 30 Monate sein, sonst kann die Sicherheit des Produktes nicht mehr gewährleistet werden. Und das steht ja auch auf vielen Puderprodukten drauf. Aber da muss ich sagen, ist es immer so ein bisschen, da muss man, jetzt würde ich sagen, trennt euch davon. Aber sonst hätte ich immer gesagt, naja, okay, bei einem Puderprodukt, ihr müsst wissen, Bakterien, Pilze, Viren, die gedeihen alle in einem feuchten, warmen Milieu. Und das hast du natürlich eher in einem Lippenstift und in einer Creme, als in einem knochentrockenen Puder, was luftdicht in einem Schrank steht, wo kein Sonnenlicht dran kommt. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen flexibler. Bei flüssigen Produkten, bei Produkten, die Wasser beinhalten, weg damit. Deswegen habe ich hier viele Produkte, die nicht ansatzweise aufgebraucht sind, von denen ich mich jetzt aber einfach trenne, weil ich dazu auch nicht häufig genug gegriffen habe und ich einfach das Ganze nicht mehr möchte. Deswegen tut euch wirklich den Gefallen und geht einmal durch, was ihr für Produkte habt, die vielleicht schon über diesen Zeitraum hinüber sind. Auch, was ich oft sehe bei vor allen Dingen vielen YouTuberinnen und YouTubern, diese, ich habe so einen Backup-Schrank mit Produkten, die ich total gerne benutze und Angst habe, dass sie irgendwann nicht mehr da sind. Aber wenn dann dieses kleine Symbol da steht und es nur 30 Monate, auch wenn es nicht geöffnet ist, weniger als 30 Monate, auch wenn es nicht geöffnet ist, haltbar ist oder sicher ist, dann hat man damit einem auch nicht geholfen. Deswegen ein kleines aufgebraucht und ein paar Produkte, die jetzt hier wirklich rausgehen. Und ich glaube, da sieht man ja dann auch, dass ich einfach nicht so häufig dazu gegriffen habe. Was jetzt wegkommt, ist das hier. Das ist ein Rasierschaum von Isana. Ich bin nicht so die große Nassrasurmaus, ne? Also hier steht jetzt auch kein Symbol drauf. Ich weiß aber, dass das schon sehr, 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 sehr alt ist. Es sieht auch nicht mehr so schön aus. Ich rasiere mich meistens mit diesem One Blade. Da brauchst du keinen Rasierschaum. Da kannst du dich auch trocken rasieren oder nass rasieren, halt ohne Rasierschaum, ohne dass es da zu Problemen kommt. Deswegen darf Rasierschaum weg. Außerdem habe ich immer das Gefühl, ich fliege danach auf die Nase in der Dusche. Deswegen, nein, danke. Ein Produkt, was ich leer gemacht habe, was ich auch ganz gerne mochte, ist das Dusch, das Care Kokos und Shea Butter. Hat jetzt auch lange gehalten. Wir haben ja zwei Bäder mit zwei verschiedenen Duschen. Manchmal gehe ich oben duschen, manchmal gehe ich unten duschen. Deswegen hat das hier ein bisschen länger gedauert. War aber ein sehr, sehr gutes Produkt, was ich mir auch wieder nachkaufen würde. Ich gehe erstmal durch die wirklich aufgebrauchten Produkte, damit ihr die einmal seht. Und dann reden wir über die abgelaufenen Produkte. L'Oreal Vitamin C Salicylsäure ist jetzt wirklich nur noch hier unten so, dass der Pumpspender gar nicht mehr rankam. Großartiges Produkt, liebe ich sehr, gerade bei diesen, ich schminke mich meistens in der Dusche ab. Ich habe da mein Reinigungsöl,
Dann mache ich das ab, dann nehme ich das Reinigungsgel, je nachdem, worauf ich heute Lust habe. Und das hat auch echt lange gehalten, weil du davon wirklich nicht viel brauchst. Ich mag das sehr, sehr gerne. Vorsicht, ein bisschen in den Augen, kann ganz schnell ein bisschen brennen. Habe ich auch schon gehabt. Aber das mag ich sehr gerne. Ich hatte das Gefühl, dass die Haut dadurch auch wirklich so ein bisschen glatter geworden ist über die Zeit. Genauso wie das hier, das habt ihr seit. Ich weiß nicht, seit wann es Fenty Skin gibt. Seht ihr jedes Mal bei mir, ist der Total Cleanser, der hält Ewigkeiten. Also ein Ding mit, ich glaube, hier sind 125 Milliliter drin, 145 sogar, hält bei mir 4 Monate ungefähr. Und ich schminke mich aber 2, 3, 4 Mal am Tag neu und ab. Deswegen ist das kein Vergleich. Sollte euch also auch ein Jahr halten, ist auch genau 12 Monate haltbar. Großartiges Produkt. Ist einer der schönsten Reinigungsschäume, die es gibt, weil die auch es hat einfach einen schönen Schaum, es riecht toll. Was ich nicht so gerne mag, ist die Tube, weil du irgendwann wirklich kaum noch rankommst und der Ausgang hier ist sehr, 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 sehr klein. Auch wenn du es aufdrehst, da kommt dann irgendwann schwierig Produkt raus und du musst es so knicken und drehen. Großartiger Cleanser. Ich habe aber im Moment einen ganz, ganz neuen von einer Marke, von der ich das nicht gedacht habe, dass der mir so gut gefällt, weil ich die eher so Richtung Make-up gebracht habe. Seht ihr aber in den nächsten Wochen bei mir. Ebenfalls aufgebraucht, Gatsby Sprühkleber. Kaufe ich immer wieder. Großartiges Produkt. Und das habe ich aufgebraucht. Hamm Daily Cleanse. Habe ich mir das zweite Mal nachgekauft. Ich rede eigentlich ungern über Nahrungsergänzungsmittel, weil ich da gar keine Evidenz für habe. Ist einfach, also ich sage mir einfach, das ist Placebo-Effekt und der funktioniert bei mir, bei manchen Produkten zumindest, für Haut und Körper. Reine Algen- und Pflanzenextrakte hatte ich irgendwann mal bei Pirsch gekauft. War recht teuer. Hier ist Zink, Selen, Kupfer und Mangan mit drin. Habe ich jetzt lange nicht mehr. Also ist schon eine Weile leer, weil ich über Weihnachten den ganzen Dezember lang eine Orthomolkur gemacht habe, weil ich ja seit September so richtig, richtig, also ich bin einfach nicht gesund geworden. Das hat mir sehr gut geholfen. Das war auch ganz gut. Ich kann jetzt aber nicht sagen, dass jetzt meine Haut nur dadurch ganz besonders gut geworden ist. Aufgebraucht und hat mir nicht so gut gefallen, da war ich sehr, sehr traurig, ist von L'Oréal Man Expert Barbershop. Ihr wisst es, das Deo, dieses Sprühdeo. Oh, da werde ich immer ein bisschen hibbelig. Das flüssige Deo hat mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Geruch ist genau derselbe, aber ich habe immer so ein Problem mit so Flüssig-Deos, weil das mir immer so ein bisschen schmierig ist. Und mir ist es zu kalt im Baden, dann will ich mich schnell anziehen und dann schmiert das aber irgendwie noch überall. Deswegen war das jetzt nicht so das, wo ich gesagt habe, ja, okay, würde ich mir nochmal nachkaufen. Und das war das Fieseste daran, dieser Ball, ne, also dieser Rollball, der wird immer so fest und dann rollt es nicht. Ich war ja vor 3 Monaten in Hamburg bei einem Launch von einer neuen Skincare-Brand, Milume. Und ich habe jetzt hier einmal das Power Peptide Microemulsion Bio Mimetic Serum aufgebraucht. Wirklich komplett. Also da ist nicht ein Tropfen mehr drin. Hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Es war eine ganz, ganz tolle Formulierung. Alles auch hier in Deutschland gemacht. Sehr, sehr hochpreisig leider. Ich habe auch eine Kooperationsanfrage von denen vor ein paar Tagen erst bekommen, die ich aber abgelehnt habe, weil ich gesagt habe, okay, ich zeige euch das lieber so, wenn ich das selbst aufgebraucht habe und ich es mir vielleicht selber nachkaufe. Aber die Produkte sind so, so teuer, dass ich das nicht bewerben möchte, aktiv als Werbung, weil ich einfach niemandem das Gefühl geben muss, das ist ein tolles Produkt und das müsst ihr euch kaufen. Aber es ist so teuer, dass ich eigentlich sage, es gibt es auch günstiger. Aber es hat mir einfach gut gefallen. Bumm. Genauso wie das hier. Und das werde ich mir tatsächlich auch wirklich nachkaufen. Das ist das Niacinamide Galactomyces Serum. Diese Namen. Was hier ganz spannend drin ist, 10% Niacinamid, Schneepilz, 80% Galactomyces, Ferment Filtrat, GMOD. Also im Prinzip ist das ein Niacinamid-Serum ohne Wasser. Das fand ich sehr, sehr spannend. Das fühlte sich ganz, 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 ganz toll auf der Haut an. Und da bin ich bei Niacinamid-Serien immer so ein bisschen, ne, das mag ich nicht ganz so gerne, wenn du danach so weiße Flecken, sieht dann aus wie so Magnesium, ne, vom Sport, so Magnesium im Gesicht, das ist so trocken, es ist so weiß, es ist so krustig und es trocknet eher aus, als es eigentlich Feuchtigkeit spenden könnte. Das hat das hier sehr, sehr gut gemacht. Ein grandioses Produkt, was ich mir auch nachkaufen werde. Hier habe ich von Yepoda die Depuff Espresso Augenpatches. Haben mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe leider einen ganz, ganz doofen Fehler gemacht. Ich habe sie offen gelassen und nach einer Woche ist es mir aufgefallen.
in dem Schrank, in dem besagten Skincare-Schrank, wo ich nicht jeden Tag rangehe. Ja, dann war sie trocken. Aber tolle, tolle Augenpatches. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt im Moment. Ich glaube nicht. Ich weiß aber nicht, was da los ist. Aussortiert und nicht so gut gefallen hat mir das hier. Das ist Natucain oder Natucain. Hatte auch nur eine Produktsicherheit von 12 Monaten. Das Wimpernserum hat mir damals sehr, sehr gut gefallen. Das hier soll für Haarwachstum sein. Freunde, Fakten auf den Tisch. Ich bin ein Mann um die 30 mit südeuropäischen Wurzeln. Da hilft kein Bambusextrakt. Wir müssen einfach drüber reden. Da hilft kein Bambusextrakt. Da hilft kein Thymianwasser. Da hilft einfach nur akzeptieren oder Istanbul. Bumm. Ist okay. Ich habe mich damit abgefunden und ich habe mir auch wirklich teilweise so sehr die Kopfhaut wirklich kaputt geminoxidilt und gerollt und was weiß ich. Minoxidil hat sehr, sehr gut funktioniert. Problem bei Minoxidil sind einmal A, die Nebenwirkungen, dass du, oder ich hatte das zumindest, extreme Kopfschmerzen. Und du musst es halt jeden Tag benutzen. Und ganz ehrlich, lieber habe ich Haarausfall als jeden Tag Kopfschmerzen und ein aufgedunsenes Gesicht. Und wenn du aufhörst, das Minoxidil zu benutzen, fallen alle Haare wieder aus. Deswegen, lasst es sein, Jungs. Das hat Danny aufgebraucht, das ist das Dove Original Deo. Ich mag das ehrlich gesagt gar nicht. Ich hasse den Geruch abgrundtief. Ich finde das wirklich, mag ich nicht. Deswegen, also er mag das sehr gerne, ich mag es ehrlich gesagt gar nicht. Handcremes. Ich bin ja die Handcrememaus des Jahres, ne? Also ich hätte eigentlich einen Preis dafür bekommen. Du kannst, wenn du zu mir nach Hause kommst, du findest in jedem Raum etwas, womit ich mir die Hände eincreme. In jedem Raum. In jeder Tasche, in jeder Schublade liegt irgendwie eine Creme. Ich habe da echt so eine Macke. Ich kann halt nicht, ne? Ich muss andauernd meine Hände eincremen. Das ist ja schon fast wie so eine kleine, ne? So, die habe ich mir. Aber da haben sie mich auch echt abgezockt, ne? Ich bin, weiß ich nicht, vor 1,5 Jahre. Irgendwo musste ich hinfliegen. Und das waren noch so recht große C-Zeiten. Und ich habe mir dann, bin durch die Sicherheitskontrolle gegangen und bin dann Hände waschen gegangen und hatte aber keine Handcreme dabei. Dann bin ich in den Duty-Free-Shop gegangen und habe mir das hier gekauft. Biotherm Biomass Handcreme. 18 Euro, glaube ich. 21 Euro. Es gab nichts Kleines. Aber die war toll. Die war wirklich, wirklich, wirklich eine sehr, sehr gute Handcreme. Ist schön schnell eingezogen, ohne dass sie weggezogen ist. Ne? Da werden wir, ne? Das ist ein großes Problem bei Handcremes. Die ziehen dann irgendwann schnell weg und dann musste sie dir eigentlich wieder eincremen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ebenso wie diese hier. Die geht ja gerade völlig viral. Zurecht. Aber das ist so eine Handcreme für zu Hause. Die ist von L'Occitane. Das ist die Cream Mars Peau Sèche 20% Shea Butter Dry Skin Hand Cream. Kommt in dieser Alu-Tube, großartig, luxuriöses Feeling, fühlt sich toll an, sehr, sehr reichhaltig, zieht aber nicht weg. Ne? Also die bleibt, du hast so ein bisschen schmierige Hände. Ich habe lieber schmierige Hände als trockene Hände, bin ich ehrlich. Toll, habe ich auch schon wieder nachbestellt. Habe ich hier noch was Handcreme ist? Ein aufgebrauchtes Produkt habe ich hier noch. Das hat mir sehr gut gefallen. Das war, glaube ich, in dem Yes-Style Adventskalender. Deep Clear Cleansing Balm von Pyung Kang Yul. Reinigungsbalsam gewesen. Hat mir aber auch ehrlich gesagt nicht so gut gefallen wie der von Jepola, ne? Der hat nicht so gut so eine Emulsion gebildet, der hat nicht so schön geschäumt. Hat das Make-up zwar auch am Ende des Tages runtergemacht und zum Double Cleansing war es auch okay. Hat aber immer noch nicht den Kahnbalm abgelöst von Jepola. Ausschlaggebend für meinen Hautausschlag, was für ein Wortwitz, war dieses Produkt von Drunk Elephant, die Pro Proteini Peptide Lifting Whatever Smoothie Barrier Cream. Also das ist so ein Ding, was ich im Moment nicht verstehe. Ganz TikTok ist voll mit wirklich 12- und 13-jährigen Mädels, die in den Sephora gehen und diese Produkte wirklich nutzen und kaufen und haben wollen. Mäuschen, was brauchst du eine Creme für 60 Euro mit 12? Oder vor allen Dingen Retinol. Retinol und 12, das sind zwei Worte, die nicht miteinander zusammengehen. Und da ist genau das eingetreten. Das ist ja so ein Airless Container. Also diese Airless Container sind meistens, das ist so eine Dose. Da ist ein Säckchen drin mit dem Produkt und oben ist so ein Pumpspender drauf. Und du drückst nur das Produkt raus, ohne dass Luft in das Produkt gelangt. Hier beispielsweise kann ja immer Luft reingelangen. Ne? Das entsteht ja kein Vakuum. Es gibt ja die Produkte, die dann nach oben rutschen. Bei dieser Pro Proteini Cream theoretisch eigentlich auch nicht.
Aber Freunde, es kann immer passieren, dass ein Produkt dann irgendwann umkippt. Vor allem, wenn die Produkte ein bisschen natürlicher sind. Das ist ein ganz, ganz großes Problem von der Skincare-Branche im Moment. Was ich sehe, ist, dass natürlich alle Menschen immer weniger Stabilisatoren haben wollen, immer weniger Haltbarkeitsverlängerer. Alles Mögliche soll nicht mehr in den Produkten sein. Was ist der Preis? Die Shelf-Life, also die Zeit, wie lange so ein Produkt haltbar ist, sinkt drastisch, teilweise wirklich auf 6 Monate. Und das ist bei fast allen Drunk Elephant Produkten so. Bei einigen ist es 12, bei vielen ist es aber auch 6 Monate gewesen. So, und die Drunk Elephant Produkte habe ich jetzt schon, also wir wohnen ja schon seit fast 1,5 Jahren hier in dem Haus. Die Produkte habe ich noch in der Wohnung davor gehabt. Deswegen habe ich alle Drunk Elephant Produkte aussortiert. Einige waren Tatsache auch einfach schon leer. Die hat mir das Gesicht zerrissen. Das hier, ganz, 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 ganz tolles Produkt. Das ist das Vitamin C Serum. Die haben die Verpackung mittlerweile auch geändert, was sehr, sehr clever ist. Und da seht ihr es, ne? Das ist nur 6 Monate haltbar. Und wenn du das nach Hause kriegst, hast du hier drin zwei Komponenten. Du kannst das dann aufdrehen. Da ist dann einmal ein Beutelchen mit dem Vitamin C Pulver und einmal der Flüssigkeit mit drin. Und du misch das zu Hause selber an, sodass du ab dem Zeitpunkt das Produkt aktivierst. Es kippt trotzdem irgendwann und dann verändert sich die Farbe und dann ist es nicht mehr sicher und hat auch nicht mehr den gewünschten Effekt. Gerade hier, weil hier nichts anderes drin ist, so ungefähr. War aber ein gutes Produkt, aber ganz ehrlich, spart euch das Geld. Revitalift Clinical Serum ist immer noch das beste Vitamin C Serum, was es aktuell im Moment gibt. Wobei ich auch sagen muss, die von Gegen Gorgeous gefallen mir sehr, sehr gut gerade. Ebenfalls weg ist das Proteiny Power Peptide Resurface Serum. Das habe ich aussortiert, weil das ist ein aktives Produkt, was 10% Lactic Acid mit drin hat. Also es peelt die Haut. Und bei Peelings bin ich eh sehr, 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 sehr vorsichtig geworden. Deswegen. Das musste leider weg. Und die Augencreme, die habe ich jetzt fast aufgebraucht. Die hat mir nicht so gut gefallen. Kommt da noch ein bisschen was raus? Ja, hier, so ein kleines Würstchen. Die ist sehr, 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 sehr reichhaltig gewesen. Hatte ein sehr schönes, pflegendes Gefühl, aber nicht für 60 Euro. Nee. Die hat auch, also ich hatte da große, große Hoffnungen. Es war halt einfach sehr, sehr schmierig dann. Auch am nächsten Morgen war es noch wie so ein schmieriger Film auf der Haut. Deswegen durfte das auch weg. Ein großes Problem, was ich hatte und ich es nicht so schnell verstanden habe, woher das kommt. Ich bin ja eine Self-Tan-Maus. Ich liebe Self-Tan und seitdem ich mein Ionic Skincare Device habe, ja, es ist teuer, aber es ist das Einzige, was wirklich die schönste und gleichmäßigste Bräune macht. Und ich hatte vorher mal das hier von Tan Revel. Das ist ähnlich, nur halt ohne diese Ionentechnik. Es macht halt so Nebel und du musst das dann reinfüllen und du hast dann überall an den Fingern die Flecken davon. Dieses Ding. Ich habe es immer benutzt und zwar auch eine schöne Bräune, aber ich habe überall Pickelchen davon bekommen. Deswegen durfte das jetzt auch weg. Habe ich wirklich ausgekippt. Wir haben keine Zeit mehr für schlechte Haut durch abgelaufene Produkte. Das ist ein Out dieses Jahr. Aussortiert habe ich auch von Kygo die Energy Shake Ginger Brightening Face Mask. Nee, die mochte ich nicht. Die war mir zu. Das war so eine Mischung aus so einer Peel-Off-Maske und so einer Detox-Maske. Nee, m-m. Ganz komisches Hautgefühl, sehr, sehr aggressiv fand ich die Packaging toll, ne? Ein Glasstiel. Nicht so gut, hatte ich euch neulich schon mal gezeigt, Bondi Sands gab es tolle Produkte, die hat mir nicht gefallen. Das ist die Augencreme gewesen, Brightening Eye Cream mit Vitamin C und grüner Kaffeebohne. Im Prinzip war das eigentlich nur ein Highlighter. Ne? Du hast so eine kleine Creme und dann verteilst du das und da ist so viel Glitzer drin. Also klar hat es aufgehellt, weil es einfach so viel Licht reflektiert hat. Du hast gedacht, du bist, weiß ich nicht, ein verlorener Stern aus dem Universum gewesen, der auf der Erde gelandet ist. Nee, nee, also so viel Glitzer rund ums Auge bin ich raus. Ebenso aussortiert habe ich jetzt das hier von Glow Recipe, diese Watermelon-Geschichten. Was ich sehr, sehr gerne mag und auch bereits mehrfach nachgekauft habe, war das Niacinamide Dewdrops. Mag ich sehr gerne, ist aber so ein Sommerprodukt. Und die haben ja so eine ganze Skincare-Reihe, den Pink Juice Moisturizer. Ich bin nicht so, also ich mag den Duft davon nicht so gerne. Tolle Verpackung, spendet Feuchtigkeit. Mehr tut es jetzt aber auch nicht. Und die fand ich ganz, 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 ganz schrecklich. Das ist die Watermelon Glow Sleeping Mask. Also eine Maske, die du nachts auf dein Gesicht packst, um dann ins Bett gehst. Ja, wenn du ins Bett gehst, dann kannst du dein Bett am nächsten Tag neu beziehen, weil alles vollgeschmiert ist. Die zieht ein Stück ein und dann bildet die halt so einen geligen Film auf der Haut.
Nee, ich bin so ein Texturmensch, ne? Ich mag dieses gibbelige, gabbelige Zeugs, mag ich nicht so. Fast aufgebraucht habe ich das hier. Das ist von Fenty. Da ist nicht mehr so viel drin. Das war die Cookies and Clean Maske. Ganz spannend. Du hast einmal eine weiße Textur und dann sind da so schwarze Kügelchen drin. Die sind mit Aktivkohle. Sehr, sehr gut, wenn du eine sehr ölende Haut hast, aber nur punktuell, sonst ist sie sehr austrocknend. Würde ich mir auch wieder nachkaufen. Sie ist halt jetzt irgendwann eingetrocknet. Ich habe sie einmal nochmal mit Wasser aktiviert und dann kannst du es vergessen, ne? Weil das Wasser, was du dann da reinmachst, das ist jetzt auch nicht das Beste. Keine Experimente mehr mit Skincare-Produkten. Augencremes, 3 Stück. Asam Beauty Retinol. Retinol ist sehr kurz haltbar, 6 Monate. Die ist bestimmt schon 3 Jahre hier, deswegen darf die jetzt weg. Tolle Creme um die Augen herum mit Retinol. Muss ich sagen, Retinol von Asam gefällt mir mit am besten, wenn man noch nicht so viel Erfahrung mit Retinol hat, weil sie sehr einfach zu benutzen sind, ohne dass es zu aggressiv ist. Ganz, ganz schrecklich fand ich das hier, Garnier Vitamin C Augencreme. Die war so gelb und die ist auch gelb unter den Augen geblieben. Es sieht aus, als hätte sie Gelbsucht. Ganz, ganz komisch. Hatte auch so ein bisschen Schimmer mit drin. Nee, danke. Brauchen wir nicht. Sehr gut, hat mir gefallen. Und auch fast aufgebraucht, auch mittlerweile abgelaufen, 9 Monate haltbar, von Charlotte Tilbury. Ich bin ja nicht so der große Freund von den Skincare-Produkten von Charlotte Tilbury. Magic Cream mag ich gerne. Das Spray mag ich auch ganz gerne. Das war ein sehr, 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 sehr tolles Produkt. Hat wirklich gekühlt. Du hast auch hier so eine metallische Spitze mit drauf, die natürlich dann nochmal extra dieses kühlende Gefühl gibt. Und auch die hat mir sehr gut gefallen. Und ist eine der wenigen Augencremes, bei denen du dann Ende Make-up rübergeben kannst. Sonst ist es oft so, dass es sich dann irgendwie so komisch bitzelt. Und ein Produkt, was ich mir aber nicht kaufen werde. Ich hatte ja vor einer Weile, hatte ich mir mal einen Toner bestellt von Orveda. Es ist eine sehr, 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 sehr teure Marke, weil ich habe auf dem Event von Coty, war ich bei einer Veranstaltung, da wurde die Marke gezeigt und ich habe gewonnen. Ein Mini-Mini-Mini-Toner. Der hat mir so gut gefallen, dass ich wirklich lange überlegt habe und den mir dann in Full-Size gekauft habe. Der ist jetzt auch fast leer. So, und dann kriege ich neulich, muss so im Ende November gewesen sein, eine E-Mail mit: Vielen Dank für Ihre Bestellung bei Orveda. Das Produkt ist in Zustellung. Und ich so, hä? Ich habe doch gar nichts bestellt. Dann haben sie mir als Geschenk, also ne, das ist als so ein kleines, ach guck mal, wir sind auch noch da, diese Creme, La Creme. Rich Brew Cream. Freunde und Freundinnen der Sonne, diese Creme hat mir wirklich den letzten Atem geraubt. Eine reichhaltige Creme, ein tolles Gefühl, die war so seidig. Natürlich spielt ja auch ganz viel der Kopf mit, ne? Ist mir klar, wenn eine Creme, also die Full Size kostet, glaube ich, 400 Euro oder so. Für 400 Euro als Creme musst du mich nicht nur 17 Jahre jünger machen, sondern du musst auch viele andere Dinge erledigen. Du musst die Geschirrspülmaschine ausräumen, du musst die Post zum Briefkasten bringen, die Steuererklärung machen, einreichen und sie auch bezahlen. Und du musst alle Probleme aus meinem Leben lösen. Das kann natürlich eine Creme nicht, war aber sehr, 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 sehr gut. Also wenn ihr 400 Euro, warum auch immer, übrig haben solltet für eine Creme, kann ich euch gut empfehlen. Alternativ gibt es aber auch viele andere Cremes, die man gut benutzen kann. Ihr süßen Mäuse, das war ein Bitte Vorsicht, passt auf, was ihr euch ins Gesicht gebt Video. Was soll ich sagen? Es ist schwierig und es tut mir auch weh und wir müssen auch ganz, ganz dringend durch mein Make-up durchgehen, weil ich auch da natürlich viele Produkte habe, die ich nicht mehr benutze oder zu selten benutze und sie dann einfach umkippen. Kleiner Tipp, den ich von einer Zuschauerin auch bekommen habe, schreibt euch auf die Produkte auf, wann ihr sie geöffnet habt und überlegt bitte, was ihr euch kauft. Wirklich, ich weiß, man will immer irgendwie neue Sachen ausprobieren, aber entscheidet euch wirklich, ein Produkt entweder aufzubrauchen oder auszusortieren. Das ist eine Berufskrankheit hier bei mir. Ich teste beruflich viele Produkte und dann laufen natürlich auch schnell viele Produkte ab. Aber ich weiß, dass es vielen Mäusen auch so geht. Deswegen braucht eins auf, sortiert es aus und öffnet dann erst das Neueste. Es spart am Ende, spart das nämlich Geld und Nerven. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.